Nach dem Fehler in Kiel am Freitagabend reagierte der DFB unmittelbar und konsequent. War Martin Petersen wurde aus dem Besetzungsplan der Partie Werder Bremen gegen SC Freiburg am Samstagnachmittag gestrichen. Durch den Kollegen Markov am Sonntag erklärte der Verband die Maßnahme auf Kicker-Nachfrage. Martin Petersen wurde vom DFB kurzfristig für die Partie Bremen gegen Freiburg Imago Images. Wir haben uns im Laufe des Samstagvormittagsfinal zu dieser kurzfristigen Umbesetzung entschlossen, um den Betroffenen nach der massiven öffentlichen Kritik zu schützen. So die Stellungnahme der sportlichen Leitung der Elite-Schiedsrichter um Chef Lutz Michael. Der aktuellen Spielbetrieb sollte aufgrund der Szene am Vorabend nicht zusätzlich belastet werden. Ein Widerspruch zur jüngsten Einlassung von VAR-Chef Dr. Jochen Drees, wonach Denkpausen zur Sanktionierung von Fehlern sinnlos und deshalb nicht vorgesehen. Darauf will die sportliche Leitung nicht eingehen und erklärt weiter: Wir haben mit dem Betroffenen über diese Umbesetzung und die Gründe dafür eine ausführliche und notwendige Aufarbeitung der Situation. Vom Freitag war in dem Zeitraum bis zum Spiel am nächsten Tag schlichtweg nicht möglich und wird mit ihm in Ruhe vorgenommen. Von Rausschmiss oder Suspendierung kann keine Rede sein. Es gibt auch keinen Grund dafür. CSLTM-Bilder zur Partie Werder Bremen, SC Freiburg.